Yoshi! Hallihallo, Hallöchen, ihr süßen Knuddel-Yoshis und seid willkommen zurück zu Yoshi's Island DS, immer noch aus Level 4-7 mit der Ekelhaftigkeit in Person, denn hier kommen uns nämlich wundervolle Hüpfe-Drops entgegen und schleudern uns hier von einer Seite zur anderen und als ob das noch nicht reicht, kommen die scheiß Pinguine natürlich noch gleich dazu. Weg mit euch. Wehe, es gibt hier keinen weiteren Checkpoint. Ich glaube, dann krieg ich einen Ausraster. So, alles in Ordnung. Wir wissen jetzt ja, dass es hier sonst nichts Interessantes gibt. Dementsprechend versuche ich, meinen Arsch zu retten. Du nervst mal hier nicht. So, bevor der mich nämlich hier wieder runterschubst. Den nehmen wir mal mit. So. Mal gucken, ob wir das Level dieses Mal beendet kriegen. So, wir wissen, dass es hier einen Shy Guy gibt. Danke, du dummer Hüpfball. Jetzt komme ich natürlich... Oh Gott, jetzt kommt das... okay, das Scheißding kommt zurück. Gott sei Dank. Es wird anstrengend, Leute. Man merkt, es soll schon mal ein Vorgeschmack wahrscheinlich auf die letzte Welt werden. Nein, was hab ich getan? Ich hab die Coin fallen lassen. Ich Idiot. Ja, ihr seht, es geht hier in diesem Part immer noch genauso lustig weiter wie beim letzten Mal. Und sagen, kannst du woanders doof sein? Und du genauso? Oh, sag mal! Was für ein Mobbing hier. Ich meine, ich finde die Dinger ja eigentlich ganz lustig, aber nicht in der Form. Nicht, wenn sie einem so entgegengehopst kommen. Du kannst mich mal an eine Popo schmatzen. Und warum halte ich mich eigentlich hier so lange auf? Hops einfach weiter. Ignorier diesen komischen Drop. Geh weg. Wie sehr möchten Sie einen salzen? Ja! So, du nervst jetzt erstmal nirgendwo mehr rum. So. Her mit meiner Dingsen. Du verschwinde. Weg. Ganz ruhig, du hast... Zeit! Okay. So, wer schubst hier wen, hä? Alter, ihr wollt gar nicht wissen, wo mein Blutdruck gerade ist. Ja, Demon, alles deine Schuld. Ich weiß, mein kleiner Flauschdämon, der sitzt jetzt wahrscheinlich da und amüsiert sich köstlich. Wie ihr anderen auch. Und irgendwie kommt die Plattform hier nicht wieder. Das will mir nicht gefallen. Bäh, schmeck's nicht. Wieso kommst du... Wieso kommen die Scheißviecher eigentlich dauernd wieder, bitte? Was soll das? Das ist doch hier langsam Alpha-Yoshi-Mobbing. Aber da kommt noch was. Wir sind noch nicht fertig. Also das Level ist ganz schön lang, muss ich sagen. Ich meine, das ist... Kann man gut... Okay, ich fetz dieses Vieh gleich da weg. Das ist mir hier doch langsam echt zu doof mit denen. Obwohl, ob das jetzt so eine gute Idee war. So. Oh nein. So. Schnauze voll. Ich will nicht sagen, dass das gemein war, aber das war gemein. Okay, zu gut zu wissen, nächstes Mal direkt rüberspringen. So, halte ich hier gar nicht erst lange auf. Hier gibt es eh nichts zu holen, dementsprechend drauf geschissen. Danke, dass du mich umgebracht hast. Dieses Level macht mich wahnsinnig. Und das Schlimme ist, es wird noch schlimmer. Ich bin jetzt ja so kurz vor der letzten Welt, ihr Lieben.
Und dann kommen ja auch noch die Geheimlevel und die Spitz. Ich will gar nicht wissen, was mich im Speziallevel erwartet, wenn ich ehrlich bin. So. Du, 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 du. So. Nein, das tust du nicht! Das tust du nicht, du scheiß Mistvieh! Mann! Uff! Wer hat sich das bitte ausgedacht? Arthur, Nintendo, wieso tut ihr mir das an? Was soll der Scheiß? Was habe ich euch getan? Ach ja, richtig, ich habe ihre Arbeit kritisiert. Ihre Ideen habe ich kritisiert. Etwas, was man vielleicht... Obwohl, warte, das kann ich noch retten. Oder auch nicht. Schade. Ja, ein Fail jagt den nächsten. Das ist das, was ihr sehen wollt. Yay, es wird lustig. Wunderbar. Geh weg. Nur nicht so voreilig, Herr Alpha Yoshi. Wobei das, glaube ich, in dem Fall manchmal echt nicht schaden kann. Und in dem Fall schadet es tatsächlich. Oh, ja, ach komm. Anstrengend, Leute. Anstrengend, das sag ich euch. Eins ist sicher, ich glaube, nach dem Let's Play brauche ich definitiv Baldrian. Ganz viel Baldrian für meine Nerven. Nur damit ich das Spiel nochmal spielen möchte. Ja, ich gebe es dir zu, so sehr sie mich auch aufregen, so sehr liebe ich diese Spiele auch einfach. Das muss ich ja auch dazu sagen, ne? Nix da. Und... Oh, was war das denn hier schon wieder für ein Kack? Was auch immer... Okay, pass mal auf, Freundchen. Du gehst mir hier gerade höllisch auf den Sack. So. Schluss mit lustig. Ja, überall gammeln diese Pinguine rum. Und dauernd fällt man über so ein blödes Vieh. Den nächsten Pinguin, den schieße ich ein Ei am Kopf, das sag ich euch, du. Zum Beispiel dir. Ich kann dich nämlich nicht leiden. Och, come on. Jetzt ist hier aber mal Feierabend. Oh Gott, der auch noch. Oh Gott. So, gib... Schnauze. Von dir habe ich jetzt echt die Faxen dicke. Bitte sag mal... Oh Gott, Checkpoint. Ich war noch nie so froh... Oh nein. Nein, was habe ich getan? Scheiße. Wenn ich jetzt keine Dings mehr bekomme, ne? Oh Gott, und ich... Oh nein. Nein, 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 nein. Die Steuerung... Oh Gott. Bitte sag mir jetzt nicht, dass ich gleich so einen Präzisionssprung wieder machen muss. Okay, noch ist alles gut. Nix da, ich habe immer noch die Skier an. Oh, oh. Okay, wo ist der nächste Abgrund? Da habe ich nämlich was verpasst. Es ist also noch nicht vorbei. Ich habe die ganze Zeit gedacht, vielleicht komme ich ja doch noch drum rum, aber es war klar, dass der letzte Abschnitt natürlich damit ist. Aber noch nicht probiert, ob ich bremsen kann. Nee, bremsen ist wieder nicht möglich. Wunderbar, das war schon im Originalteil ja schon so toll. Im ersten Teil. Nicht original. Es ist ja das Originalspiel, es ist nur die Fortsetzung. Yay! Wobei es ja schon irgendwo Spaß macht. Und der Yoshi sieht auch so aus, als ob er Spaß dran hatte. Scheiße. Nein, da habe ich zu viel verpasst. Ich muss noch irgendwo abstürzen können. Das reicht mir. Das reicht mir. Ich muss nur noch gucken, dass ich noch irgendwo die Red Coin kriege, weil ich habe keine Lust, den Scheiß hier nochmal von vorne zu machen. Wobei ich das dann wahrscheinlich nur privat mache, wenn ich alles gefunden habe, weil es scheint ja hier wirklich nur gerade momentan an die Sternpunkte zu hapern. Und mit Sternpunkte kann ich leben.
darf ich nur keinen Sprung vermasseln. Nein! Ach, und da könnte eine Redcoin zwischen sein. Okay, da ist eine. Ich muss nur gucken, wo die Redcoins sitzen. Wobei, gut, ich kann mir denken, wo die Redcoins sitzen. Ich kann's mir schon fast denken. Wenn ich dann denke, dass ich das originale Yoshi's Island längst schon durchgehabt hätte hier, an dieser Stelle. Und wenn ich dann denke, dass das Spiel hier eigentlich viel weniger Level hat als das andere. Na gut, okay, dafür sind die Level aber auch deutlich länger, muss man sagen. Wie man ja hier sehr gut sehen kann. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das keine Red Coin war. Und ich habe jetzt bestimmt jede Menge... Oh Gott, der Scheiß geht ja noch weiter. Kann man hier nochmal irgendwo runterplumpsen? Da wäre noch... Ich möchte gerne umtauschen! So, sehr schön. Oh mein Gott. Ich dachte, es kann nicht schlimmer werden. Doch, es kann schlimmer werden. Die reinste Skihölle, sag ich euch. Wobei das hier eher die Skischikane ist, würde ich mal sagen. Und hinter jeder so dieser Scheißmünze könnte nämlich eine verdammte Red sitzen. Das ist hier quasi nur das Trainingslevel, würde ich mal sagen, oder der Trainingsabschnitt. Der richtig ätzende Teil kommt ja gleich erst noch. Und Yoshis Gesicht so, ich hab Lust darauf, und ich, nein. Und tschüss. Nicht wundern, das mache ich gerade mit Absicht. Ich muss ja schließlich alles mitnehmen. So lange, bis ich weiß, ob ich jetzt alles erwischt habe. Im ersten Abschnitt weiß ich ja schon mal, da brauche ich mich auf die Münzen nicht konzentrieren, aber im zweiten Abschnitt. Da sind die Münzen wirklich nur dafür da. Gib mir Leben. Aber es trainiert auch gleichzeitig ein bisschen. So, jetzt wird's eklig. Habe ich schon wieder so eine Scheißmünze verpasst? Okay. Ich glaube, bisher habe ich alles gefunden. Mist, da war der Sprung zu kurz. Okay, das heißt, über die Abgründe kann ich springen, da brauche ich keine Münze sammeln. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So. Alles gut. Das Einzige, was hier wirklich echt fair gemacht ist, ist eben, weil es so viele Münzen hier gibt, ist, man generiert immer wieder Leben. Das ist das einzig Nette an diesem Spiel. So. Nein! Oh Gott, bitte sag mir, dass da jetzt keine Redcoin war. Bitte sag mir, dass das jetzt keine Redcoin war. So, denk dran, du musst gleich abspringen. Das geht mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen zu schnell hier oben. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob da oben noch was ist. Ich weiß nicht, ob da oben noch was gewesen wäre. Warte mal, es sind zwei Blümchen. Okay. Jetzt ist nur die Frage, sitzen oben die Red Coins oder unten die Red Coins? Das ist jetzt eine gute Frage. Die müssen auf jeden Fall hier irgendwo im Skilevel, in einem Abschnitt sein. Du.
Ich meine, gut, je nachdem, wie lang der Part wird, muss ich dann sonst den Rest wirklich privat sammeln. Dann tut's mir auch wirklich leid, ihr Lieben. Oh Gott, das wäre fast zu früh gewesen. Nein! Nein, da war eine Red! Das war eine Red. Das weiß ich hundertprozentig, dass das eine Red war. Und tschüss. Nächster, ohne meine Red, ohne mich. Das ist ja genauso schlimm wie im Original. Ah, wisst ihr noch die Tortur damals? Wie oft hat das Alpha Yoshi die Runde, die Piste runterdüsen müssen, bis er endlich rausgekriegt hatte, was genau gefehlt hat. Und das Schlimme ist, da ich hier auch noch auf zwei Bildschirmen achten muss, ist das hier manchmal auch echt irritierend, muss ich sagen. Weil ich nämlich teilweise manchmal gar nicht weiß, wo muss ich denn jetzt hin? Es wäre mir lieber gewesen, wenn Yoshi weiter hinten wäre. So, ich glaube, jetzt kommt die erste Stelle mit dem Stein. Genau. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst. Ich glaube, da war ich ein bisschen zu schnell. Glaube ich. Könnte sein. So, hinein in die gute Stube. Gut, dass ich den Part nochmal aufgeteilt habe. Gut, dass ich gesagt habe, dass ich den Part an der Stelle nochmal beende, also beim letzten Mal. Ich hatte also schon den richtigen Riecher gehabt. Weil gerade, dass da das Skizeichen zu sehen war, da war mir schon klar, das Skibild, da muss noch ein Skiabschnitt kommen und dass der genauso widerlich ist wie in der SNES-Fassung, das hätte ich mir ja eigentlich fast denken können. Oh oh. Blümchen 1. So, da haben wir alles. Boah, das war knapp. So, denk dran, du musst oben lang. Okay, wir haben alles. Bis auf die Sternpunkte. Komm schon, hier wird es doch irgendwo noch Sternpunkte geben. Bitte, sei lieb zu mir. Was habe ich erwartet? Naja, egal. Aber immerhin war mein Riecher schon mal richtig. Moment mal, haben wir die Babymünze eigentlich gefunden? Das ärgert mich jetzt gerade, dass es wirklich an diesen verdammten Sternpunkten gescheitert hat. Naja gut, was soll's. Man kann ja nicht alles haben im Leben, ne? Würde sagen, machen wir mal glatte 100 und dann gucken wir mal, was wir kriegen. Passt auf, jetzt habe ich 15 Leben verhauen. Nö, okay, wir kriegen eins dazu. Nice. Das hat sich doch gelohnt. So. Okay. Aber wie gesagt, das werde ich privat nachholen. Und offenbar ist unser nächster Gegner wohl ein Shy Guy. So, jetzt nochmal ganz kurz gucken. Gab es die... Achso, okay, die Münze haben wir. Also muss ich wirklich nur die Sternpunkte noch nachholen. Ja, ihr lieben Yoshis, dann werde ich den Part jetzt ausnahmsweise mal... Naja, okay, was heißt nicht nur ausnahmsweise? Ich werde ihn pünktlich beenden. Oh mein Gott! Ja, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo da, gerne auch ein Like auf das Video und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich dann den ganzen Kram hier nachgeholt habe. Bis zum nächsten Mal, euer Drake. Sehr schön.